Hallo Werder-Fans, heute ist meine Werder-Experte. Ich bin Santiago Garcia und ich hoffe, dass alles dieses Spiel ich kann entscheiden gut. Erstes Spiel ist Schalke gegen Gladbach. Ist ein gutes Spiel, aber für mich ist es 2-0. Das zweite Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim. Hoffenheim hat eine gute Mannschaft. Aber zu Hause Wolfsburg ist sehr, sehr stark. Ich denke 3-1 mit 2 Toren von meinem besten Freund Naldo. Das dritte Spiel ist Mainz gegen Hertha. Hertha ist nicht in einer guten Situation jetzt, aber ich denke, es ist ein Unentschieden 1-1. Das nächste Spiel ist Augsburg gegen Frankfurt. Das ist schwer, aber Augsburg hat sehr gut gemacht in Dortmund letztes Spiel. Aber 0-0, ich denke, kein Tor in diesem Spiel. Freiburg-Dortmund, auch sehr, sehr schwer Spiel für entscheiden, aber Dortmund muss gewinnen. 2-1, 2 Tor von Mkhitaryan dieses Spiel. Nächstes Spiel, Stuttgart gegen München. Bayern ist nicht in einer guten Situation auch. Das letzte Spiel war 1-1 gegen Schalke. Aber ich muss sagen, eine super Mannschaft ist Bayern. 3-0. Okay, letztes Spiel. Wir können diese machen. Wir können nicht sprechen über diese Mannschaft. Hamburg oder ich weiß nicht welche Name. Nächstes Spiel. Köln gegen Paderborn. 2-1. Köln muss gewinnen auch. Hat ein bisschen zu Hause gut gemacht gestern. Aber Paderborn 3-0. Keine Chance dieses Spiel. Und letztes. Wir gegen Leverkusen. Ein schweres Spiel auch. Aber zu Hause wir müssen gewinnen. Wir sind eine gute Mannschaft zu Hause. Ich denke nur 3-0 oder 4, aber 3 ist gut auch. Und jetzt meine Unterschätzung, ich weiß nicht, aber ich hoffe, dass alles Spiel wieso und diese ist wichtig, nicht die andere und diese nochmal. Tschüss und danke.